Meine lieben Zwillinge, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu den Botschaften, bei denen wir uns jetzt ganz speziell auf den Monat November konzentrieren werden. Ich freue mich darauf, euch diese Botschaften überbringen zu dürfen. Holt euch was zu trinken, macht euch einen Kaffee, macht's euch bequem. Es wird sicher spannend. Die Monatsbotschaften sind ja auch sehr ausführlich. Da gehen wir tatsächlich einmal in die Tiefe. Wir blicken ganz kurz aus astrologischer Sicht. Was bringt denn der November von den Sternenkonstellationen so für uns? Und dann schauen wir mit dem schamanischen Seelenorakel in drei Botschaften, die auf euch gemünzt sind, auf euch ganz persönlich. Was ist wichtig für euch im November? Darauf werden wir noch eine Phönix-Energie erfragen und dann starten wir mit dem Feentarot in 5 Hauptenergien, in die 5 Überschriften im November. Diese werden wir uns mit dem Licht- und Schatten-Tarot auch noch ganz genau anschauen und andere Orakelkarten kommen da auch noch zum Einsatz. Also es wird definitiv informativ, spannend und sicherlich ja bei mir auch immer ein bisschen witzig. Und bevor wir mit dem schamanischen Seelenorakel auf dich blicken, schauen wir uns den November mal ganz kurz aus astrologischer Sicht an. Am 1. November haben wir Neumond. Dieser Neumond im November wird für jedes Sternzeichen einen Aha-Effekt haben. Dinge werden klar, wir erkennen etwas, wir dürfen sehen, wohin soll denn unser Weg führen. Welche Ziele haben wir schon lange vor uns hergeschoben? Welche Ziele, die uns auch zu einem persönlichen Glück verhelfen können, haben wir aus den Augen verloren, verdrängt, sind einfach nicht losgelaufen. Da kommt durch den Neumond so ein richtiges Dong, ein Aha-Effekt rein. Jupiter wird im November alle Sternzeichen auch noch anschubsen, aus ihrer Komfortzone herauszugehen, mal ja, den Dunstkreis sozusagen zu erweitern, den Mut haben, das Gewohnte auch mal zu verlassen. Der Neumond hilft auch dabei, Altes loszulassen. Da kann es um Beziehungen gehen, um den Job, um alte Gewohnheiten, all diese Dinge, an denen man bis dato festgehalten hat, aber eigentlich weiß, sie tun einem nicht mehr gut, sie sind einem nicht dienlich und man ist aus den Schuhen eigentlich herausgewachsen. Du kommst jetzt in die Veränderung. Wenn du den Aha-Effekt am Neumond zulässt, dich nicht verschließt, ja, und sagst, boah, nee, will ich gar nicht wissen, bin ich nicht bereit dazu, dann wird der Aha-Effekt definitiv kommen und Jupiter wird dir den nötigen Antrieb geben, dich jetzt auf deine wahren Ziele, auf deine wahren Gefühle und auf den Weg, der dich glücklich macht, zu führen. Jetzt aber mit dem schamanischen Seelenorakel auf euch Zwillinge konkret, was ist denn wichtig im Monat November für euch? Und da hätte ich gerne 3 Botschaften. Und diejenigen von euch, die dieses Orakel bei mir nicht kennen, wenn die Karte richtig herumfällt, ist es eine Einladung. Hingegen hat sie sich umgedreht, ist es als Medizin zu sehen, da soll etwas in die Heilung gebracht werden. Für Versprecher entschuldige ich mich jetzt schon, denn wenn die Karten offenlegen, bekomme ich teilweise so viel Input, dass mein Mund nicht hinterherkommt und da kommt es dann als mal zum Wort Salat. Aber es macht ja nichts, es bringt uns ja auch zum Lachen und ich bin eh ein Mensch, ich kann herrlich über mich selber lachen und mich köstlich amüsieren und ich hoffe, ihr könnt das auch. So, 2 Botschaften hätten wir noch gerne. Was ist denn ganz konkret wichtig für euch im November? Da haben wir sie. So. Und darauf hätte ich gerne noch
jeweils eine Phönixenergie zur Verdeutlichung, Ergänzung, wie auch immer. Was ich noch vergessen hatte zu sagen, in der allgemeinen Legung habe ich es einmal so festgelegt, dass wenn die weiblichen Energien fallen, eine weibliche Personenkarte oder eine weibliche Energie, dass eure Energie, die Energie des Zuschauers ist und da ist es egal, ob ihr als Mann oder als Frau zuschaut. Hingegen, wenn die männliche Energie oder ein Herr fällt, ist es ein mögliches Gegenüber. Das macht die Legung für euch einfacher, verständlicher. In persönlichen Legungen ist das natürlich wieder ganz anders, aber hier in der allgemeinen Legung hilft es euch, ja, der Legung besser zu folgen. So, wir haben die Sonne, die Seelenrückholung als Medizin und das Herz des Himmels. Mega schöne Botschaften. Die Phönixe schauen wir uns im Anschluss dazu an. Die Sonne. Jetzt geht es darum, seine Sonne strahlen zu lassen. Die Sonne ist Erfolg. Die Sonne ist Leben. Sie bringt Dinge zum Wachsen. Man sieht da auch Felder. Aber wenn sie unkontrolliert auf die Erde runterstrahlt, es nicht regnet, es keine Wolken gibt, kann die Sonne auch Dinge verbrennen, zerstören. Hier ist aber die Einladung, also nicht die Medizin. Wäre sie jetzt umgekehrt gefallen, dann hätte ich gesagt, pass auf dein Feuer auf, ja, dass du die Dinge in deinem Umfeld nicht verbrennst. Hier heißt es aber, strahle. Lass dein inneres Licht strahlen. Marschiere auf den Erfolg zu. Unternimm das, was dich glücklich macht. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der die Sonne dich wärmen möchte. Dinge zum Wachstum bringen möchte. Ob du es zulässt, dass Dinge wachsen, blühen, sich verändern oder ob du ja diese Botschaft nicht annimmst, das liegt ganz an dir. Da steckt ihr jeder im, ja, in seiner eigenen Welt, in seinen eigenen Schuhen. Doch die Möglichkeit, jetzt Dinge zum Reifen zu bringen, die liegt im November definitiv auf dem Tisch. Der Phönix dazu, lernen, um Liebe zu leben. Was musst du denn in diesem Monat noch annehmen oder lernen, um deine Liebe leben zu können? Die Liebe, nach der du dich sehnst, die Liebe deines Lebens vielleicht auch. Was hast du unterdrückt? Die Sonne möchte ja raus. Da stellt sich mir die Frage, hast du deine Sonne unterdrückt? Waren Wolken vor deiner Sonne, Gedanken, Ängste, Sorgen, die das Licht haben nicht scheinen lassen? Hast du Gefühle, was eine Liebe betrifft, unterdrückt, weggeschoben, nicht angeschaut, ausgeblendet, all solche Themen? Du sollst aber daraus lernen. Warum hast du diese Gefühle unterdrückt? Was hat dich gehindert? Wo hast du nicht hingeschaut? Daraus deine Schlüsse ziehen, denn hier geht es jetzt ans Wachstum. Hier kann etwas unglaublich Schönes erblühen. Und da geht es anscheinend um die Liebe, denn die Karte sagt dir, lerne, um Liebe zu leben. Also lass die Sonne durchkommen. Schieb die Wolken, deine Bedenken beiseite. Die Seelenrückholung als Heilung. Hier geht es darum, anzukommen, anzuschauen, was ist dein Weg. Passt sehr gut mit dem, was ich gerade gesagt habe, denn es kommt mir so vor, als hättest du da in den letzten Monaten nicht hingeschaut oder Wochen oder Tage. Aber ein Seelenweg ist kein kurzer Augenblick, das geht schon länger. Wo hast du deine Gefühle, deine Seele unterdrückt? Deinen Weg blockiert, selbst blockiert. Da soll es in die Heilung gehen. Deine Seele möchte gehört werden. Deine Seele möchte, dass du zuhörst.
was sie dir flüstert. Dein Unterbewusstsein möchte an die Oberfläche kommen. Dein Herz möchte geöffnet werden, möchte erhört werden. Hier war ja schon so die Aussage, was hast du unterdrückt? Die Seelenrückholung sagt dir ganz klar, du hast deinen Weg verlassen. Du hast gegen deine Intuition, gegen dein Bauchgefühl vielleicht Entscheidungen getroffen oder gearbeitet. Ja, gib jetzt alles, ne? Jetzt brauche ich einen Schluck Kaffee. Der Phönix sagt dir, gib jetzt alles. Lass deine Sonne scheinen. Hör auf dein Herz, hör auf deine Seele, folge deiner Intuition. Was sagen die dir? Welcher Weg war die ganze Zeit blockiert, weil du nicht hingeschaut hast? Weil du vielleicht auch, wie die Astrologie es sagt, in deiner Komfortzone festgesteckt bist. In diesem Monat will Jupiter dich ja daraus schubsen. Also gib deinem Herz, deiner Seele die Möglichkeit, hinzuschauen, daraus zu lernen, um die Liebe leben zu können. Das Herz des Himmels passt genauso wieder dazu. Das Herz des Himmels ist der Puls des Universums, der Herzschlag des Universums. Der Herzschlag, der mit deinem im Einklang schlagen sollte. Nämlich, indem du im Vertrauen bist. Im Vertrauen zu dem, was du fühlst, was dein Herz fühlt und dass das Universum an deiner Seite steht, nicht gegen dich arbeitet. Manchmal hat man das Gefühl, da denkt man, mein Gott, alle haben sich gegen uns, gegen mich verschworen, was ist denn da los? Aber wenn man seine Lehren draus zieht, genauer hinschaut, erkennt man, dass man vielleicht auf einen anderen Weg, auf einen besseren Weg geführt werden sollte. Oder das, was man sich so unglaublich gewünscht hat, gar nicht gut für einen ist. Das, wo man so festhält, ja, nicht wirklich das ist, was die Seele, was du möchtest. Lass den Herzschlag zu, deinen Herzschlag zu. Komm in den Einklang mit dem Herzschlag des Universums, des Himmels. Ich habe so Gefühl, dein Herz möchte schlagen. Du hast es möglicherweise ja eingemauert, unterdrückt. Es konnte im Moment nicht schlagen, denn du bist eingeladen, es wieder schlagen zu lassen, im Vertrauen, dass das Universum, die geistige Welt, genau im gleichen Takt mit dir sein Herz, ihr Herz schlagen lässt. Die Heilung und die Erdung. Schaut mal, wie die Karten miteinander sprechen. Auf den Herzschlag des Himmels, auf dein Herzschlag ist die Heilung gefallen. Hier geht es tatsächlich darum, dein Herz in die Heilung zu bringen, dich zu erden, mit beiden Füßen jetzt im Leben zu stehen, nach vorne zu blicken, die Dinge, die du mal gesät hast, aber irgendwie unterdrückt, vergessen, nicht mehr gedüngt hast, ja, weil du nicht hingeschaut, ne? Weil du nicht hinschauen konntest, wolltest, zu viele Hindernisse, zu viele Ängste hattest. Die wollen jetzt in die Heilung gehen. Hier sagt dir der Phönix, gib alles. Da kommt etwas Wunderschönes auf dich zu, was auch für dich bestimmt ist, wenn du es zulässt. Das sind schon mal super schöne Energien. Und jetzt schauen wir mit dem Feenorakel in die Hauptüberschriften. Um was geht denn das? Um was geht es denn? Was sind denn die Überschriften? Ich habe die jetzt schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Die sind so riesig gegen all die anderen Karten. Es ist echt schwierig, die unter Kontrolle zu bringen. Aber ich schaffe das. Die fünf Themen, die fünf Hauptenergien für euch im Monat November. Welche Botschaften dürfen wir da erhalten? Was tut sich nicht? Ich bin gespannt. Noch vier bitte. Ups, eine. Gut, haben wir.
Einer hatte sich noch umgedreht, habe ich gesehen, ist aber nicht gesprungen. Jetzt finde ich sie nicht mehr. Schauen wir jetzt erstmal jede Hauptenergie als sich an, bevor wir da mit den Tarotkarten darauf schauen. Zwei des Winters. Ja, die Unentschlossenheit hält dich zurück. Entscheide dich für das, was am besten für dich ist, anstatt den Versuch zu machen, anderen gefällig zu sein. Ja, das ist ja genau das, was hier liegt, ne? Zweifel hält dich zurück. Anderen gefällig sein, vielleicht das Leben des Umfelds leben, nicht das eigene. Man meint, man ist verantwortlich, man kann doch nicht einfach so, oder die anderen reden einem ein, dass man für sie verantwortlich ist. Ich sage immer, du bist auf die Welt gekommen, um dein Leben zu leben. Das hört sich jetzt egoistisch an, ist es aber überhaupt nicht. Du sollst dein Leben leben im Einklang mit deinem Umfeld, aber nicht für dein Umfeld. Und das ist der Unterschied. Und die Karte sagt dir das ganz, ganz klipp und klar. Du denkst vielleicht, du musst dein Leben so ausrichten, wie es zu deinem Umfeld passt. Die drei des Herbstes. Folge deiner Passion. Ja. Sei die oder der Beste bei dem, was du tust. Folge deiner Passion, folge deiner Vision, folge deinem Traum. Der Herrscher. Ja. Die Energie des Herrschers, männliche Energie, hier geht es um ein Gegenüber. Männlich oder weiblich ist total egal. Das ist eine Person, die steht im Leben, ja? Die weiß, was sie, was er will, hat sich auf ihr, sein Umfeld konzentriert, herrscht über ihre Welt, über ihre Welt, was bedeutet, weiß genau, was er oder sie möchte, was sie angeht, das zieht sie durch. Also eine sehr, sehr starke Persönlichkeit. Diese Person, so spüre ich das gerade, setzt dich einerseits in Brand und bringt dich andererseits dazu, ja, abzukühlen. Das ist so ein Wechsel zwischen, ja, zwischen Feuer und Eis, ja. Die Person macht etwas mit dir. Du siehst hier das brennende Herz und die Welt, da ist so ein Hin und Her in den Gefühlen. Der Träumer, ja, ich liebe diese Karte, für euch als Zwillinge mega wichtig, denn den Weg des Träumers zu gehen, fällt dem Zwilling doch heftig schwer. Denn das wäre ja ein Weg, einmal, man hat eine gewisse Vorstellung vom Ziel, aber man hat keinen Plan, wie man da hinkommt. Gar nicht euer Ding, ne? Da kommt ja der Kopf ins Spiel. Wie, war, wo, ne? Also Panik hoch 1000. Nimm deine wahre Aufgabe an. Lass dich auf ein neues Abenteuer ein und hab Vertrauen in dich selbst. Hier geht es darum, deine Träumen mal Raum zu geben. Einfach mal loszumarschieren, ohne zu wissen, wie komme ich denn an mein Ziel, aber im Vertrauen, dass du dein Ziel erreichst. Man muss nicht jeden Schritt planen, man muss nicht wissen, wo ist die nächste Raststätte, wo kann ich übernachten. Nein, das kommt beim Gehen auf einen zu. Und die Zehn des Winters, die Auflösung von Schwierigkeiten. Eine Last wird dir von den Schultern genommen. Das ist ja schon mal gut. Eine Last wird dir von den Schultern genommen. Ich habe aber so das Gefühl, wenn ich mir das hier anschaue, die Last auf deinen Schultern hast du dir selbst aufgeladen. Ne? Die hast du dir einfach selbst aufgeladen, weil der Zweifel in dir wieder mal so mächtig ist, der Kopf nur am Blubbern, das Herz hier gar nicht zu Wort kam, deine Seele, dein Seelenweg erst recht nicht, denn die Birne
hat dich unter Kontrolle. Zwillinge, ihr seid halt Kopfmenschen. Ihr steht euch oft mit eurem Kopf selbst im Weg, so diesen Weg des Träumers zu gehen, ganz, ganz schwierig. Aber da gehen wir jetzt mal drauf ein. Die Zweifel, jetzt brauche ich noch einen Schluck Kaffee. Die Zweifel, was nagt denn an euch? Wo habt ihr das Gefühl, ihr könnt nicht, wie ihr vielleicht doch wollt, ja, dieses Hin- und Hergerissensein, darf ich nicht, ist das okay? Wie sieht's denn da bei euch aus? Oh je, da schwelt jemand in Erinnerungen, ne? Die Sechs der Kelche ist einmal, man erinnert sich so gerne an eine schöne Zeit zurück. Vielleicht schürt das auch euren Zweifel jetzt gerade im November, denn die Erinnerung ist ja so schön, ne? Warum bin ich diesen Weg nicht gegangen? Sollte ich ihn jetzt gehen? Der Zweifel nagt an dir, was ja gut ist, ne? Weil du sollst ja hingucken, dein Herz mal befreien und lernen, die Liebe zu leben. Die Sechs der Kelche ist einerseits die Erinnerung. Man schwelgt in schönen Momenten. Die Sechs der Kelche ist aber auch die Karte, dass jemand zurück in dein Leben kommen könnte. Jemand, an den du dich gerne erinnerst. Wo du mit deinem Herzen noch im Zweifel bist, kannst du. Kannst du, geht das, soll ich, darf ich. Ja, was diese Person betrifft, diese Erinnerungen vielleicht auch, die hast du beiseite gelegt. Du bist in deine Komfortzone eingezogen, wortwörtlich, in dein Nest, da wo du dich sicher und wohl fühlst, hast dein Herz mal gleich nebenan geparkt, dann kann es nicht wehtun, dann kann ich es nicht spüren. Ja, wenn ich es da so nebendran hinlege, ist es schwierig, dass das Herz zu Wort kommt, denn das wolltest du nicht, darum hast du dich hier so eingekästelt. Aber du hast keine Chance. Denn die Erinnerung erreicht dich. Die Erinnerung geht ja auch in den Kopf. Da ploppen Bilder auf. Wenn da Bilder aufploppen, ploppen Gefühle auf. Also kannst du dich nicht ewig hier in deinem Nest verstecken. Der Hierophant sagt, das wirst du auch nicht. Vielleicht hast du aber auch dieses Nest gebraucht, um dir über Dinge klar zu werden, zu überlegen. Was ist eigentlich mein Nest? Wie fühle ich mich eigentlich in meinem Nest? Okay, ich fühle mich sicher, aber fühle ich mich wohl? Fühle ich mich geliebt? Bin ich glücklich? Kann ich in meinem Nest mein Herz so schlagen lassen, wie ich es eigentlich möchte? Das sind alles diese Zweifel, die hier liegen. Kannst du es? Die Erkenntnis wird mit dem Hierophanten kommen. Der Hierophant erkennt etwas. Der geht weiter. Der lernt, wie der Phönix hier sagt. Der lernt aus der Erfahrung. Ich habe das Gefühl, du wirst oder hast aus der Erfahrung hier des Rückzugs etwas gelernt. Und zwar etwas, was dich glücklich macht, denn der Hierophant strahlt. Der erkennt nämlich jetzt seinen Weg und das passt herrlich zu den November-Energien. Dein Weg führt da hoch. Da oben ist dein Licht, hier ist kein Licht. Die Erinnerungen haben, ja, dich gewärmt in dieser Zeit. Du konntest daraus zehren, sie haben dir gut getan. Vielleicht haben sie dir jetzt auch so gut getan, dass du bereit bist, dieses Nest zu verlassen. Diesen Weg einzuschlagen, denn da oben ist der Stern und ringsherum Purpur. Das ist ein Weg, wie es hier liegt, zur Liebe. Entweder, ja, kommt wieder jemand zu dir zurück, an den du auch schon die ganze Zeit gedacht hast und jetzt erkennst du, wie du zu diesem Menschen kommst. Vielleicht geht es auch um ganz andere Themen, aber Liebe spielt eine Rolle. Das muss nicht die Liebe zu einem Partner sein oder einem gewünschten Partner. Es kann die Liebe zu einem Freund, zur Familie sein. Bei jedem von euch
wie gesagt, etwas anderes. Ja, folge mal deiner Passion, ne? Die geht ja da hoch. Die wirst du erkennen und im November, so wie die Energien liegen, es auch angehen. Was darf ich auf die drei des Herbstes? Hallo, hier geblieben. Das sind zu viele. Denn noch sehen. Eine Karte hätte ich gerne noch auf die drei des Herbstes. Welche Botschaft hat die für euch? Okay, das sind eine. Das ist eine mehr, aber das ist ja wurscht. Ne? Wir haben ja Zeit. So. Beobachterposition. In der Hab-Acht-Stellung warst du die ganze Zeit. Vielleicht hast du auch jemanden heimlich beobachtet. Und das meine ich jetzt nicht negativ. Diesen Menschen, der da immer wieder in dir aufploppt, die schönen Erinnerungen, die konntest du nicht ganz loslassen. Da warst du heimlich, aber unheimlich immer am Beobachten. Aber das Messer in der Hand. Das Messer in der Hand ist die Angst, die Unsicherheit, die dieser Mensch auch in dir auslöst. Die Angst, die Unsicherheit, dass dein Nest, in dem du dich zurückgezogen hast, vielleicht aufgerüttelt wird, umgebaut werden muss, anders gestaltet werden muss. Auf jeden Fall hast du hier nicht losgelassen. Die Passion, deine Vision hast du weiterhin im Blick gehabt. Die Königin der Stäbe, die Königin des Feuers, das ist deine Energie, auch wenn du als Mann zuschauen solltest. Die Königin der Stäbe sagt jetzt, Chaka. Stäbe, Aktion, Bewegung. Ja? Hier kommst du jetzt aus dem Quark. Du willst etwas erreichen. Du hast hier mit dem Hierophanten erkannt, wo geht dein Weg lang, und jetzt sagst du, jetzt mache ich's. Das ist so, hier, seht ihr das? Hier ist auch der Stern im Übrigen. Ne? Hier ist er und hier ist er. Da hast du den Weg zu deinem Stern erkannt und mit der Königin der Stäbe sagst du, und jetzt hole ich mir diesen Wunsch, ich gehe meinen Weg. Feuerenergie kann nichts aufhalten. Da ist jetzt klar, ich will, ich muss, ich möchte, das ist mein Weg, das ist mein Ziel. Oh, meine Kaffeemaschine geht aus, entschuldigt, jetzt wird's kurz laut. Oder auch nicht. Doch, der Gehängte. Du hast einen Perspektivenwechsel gebraucht oder du wirst diesen Perspektivenwechsel im Neumond, wo ja der Aha-Effekt auf dich zukommen wird. Ich hatte eigentlich gedacht, ich habe sie ausgemacht, aber naja, warten wir ganz kurz, bis sie gespült hat. So, vielleicht bringt dich der Neumond jetzt dazu, einen Perspektivenwechsel einzunehmen, denn der Gehängte, der lässt sich mal, wie man auf dem Bild sieht, kopfüber hängen, bekommt dadurch eine andere Perspektive von seinem Leben, von der Situation. Und das Schöne ist, dieser Perspektivenwechsel bringt dich ins Vertrauen, denn die Frau hängt hier nur noch mit einer Hand, die andere hat sie losgelassen. Die hängt nach unten, ins Nichts. Das ist Vertrauen. Vertrauen durch Hinschauen, durch eine andere Blickrichtung, einen anderen Blickwinkel. Und der Page, der Kelche, Pagen immer Botschafter, Überbringer einer Nachricht, der sagt, ich möchte in die Leichtigkeit der Liebe gehen. Ich möchte mein Herz klopfen, spüren bis zum Hals. Ich möchte die Schmetterlinge in meinem Bauch wieder flattern fühlen. Ich möchte den Kopf in den Wolken haben, nicht in den Gedanken. Ich möchte die Leichtigkeit der Liebe wieder leben. Der Liebe oder der Vision, die du eigentlich nie aus den Augen verloren hast, die du heimlich beobachtest.
Ja, der Herrscher. Wer oder was oder überhaupt ist denn das für eine Energie? Was ist das für ein Mensch, Baller, der dich ja so aus deiner Ruhe bringt, ne? Bei dem, Herrgott, bei dem du so hin und her gerissen bist zwischen Herzklopfen und Flucht, würde ich mal sagen. Guckt euch das an. Ey. Da ist so viel Schmackes dahinter, die Karten lassen sich gar nicht bändigen. Jetzt möchte ich aber noch eine, weil die waren so aufgeregt, die haben eine Mega-Geschichte zu diesem Menschen zu erzählen. Ich bin gespannt, echt. Gut. Ja. Dieser Mensch, dieser Herrscher, jemand, der weiß, was er möchte. Vielleicht hat dieser jemand dir auch ganz klar gesagt, was er oder sie möchte. Und da kamen die Zweifel auf. Ne? Mein Heim, mein Nest, kann ich das verlassen? Kann ich da eine Änderung reinbringen? Das ist die Frage gewesen. Ne? Und dieser Mensch hat dich dazu gebracht, zwar davon zu träumen, hinzuschauen, aber nicht ins Wasser zu springen. Da gab es tausend Ausreden. Mit der 3 der Stäbe hat man schon den Drang, auf diesen Menschen zuzugehen. Aber irgendwie verpasst man immer den richtigen Moment. Heute nicht, ne? Heute sind überhaupt keine Wellen da. Was will ich mit dem Surfbrett im Wasser, wenn keine Wellen da sind? Oh, heute sind sie mir zu hoch. Nee. Da fliege ich vom Brett, da breche ich mir alle Knochen. Na, dann ist das Wasser zu kalt. Dann ist es zu windig, dann scheint die Sonne nicht. Tausend Ausreden, man steht da, möchte eigentlich auf diesen Menschen zugehen, hat aber permanent eine Ausrede, warum man es nicht tut. Die Königin der Münzen Erdung, ist ja deine Energie. Ja? Hier haben wir als Phönix die Erde liegen. Als Joker, habe ich vorhin vergessen zu sagen, ist eine Joker-Karte. Die Heilung und die Erdung. Dieses Nicht-Wissen, dieses Beobachten, ja, dieses Hin und Her findet ein Ende, wenn du in die Heilung, in die Erdung gehst. Denn die Königin der Münzen ist geerdet. Die Königin der Münzen ist die Königin der Fülle. Die weiß, was sie wert ist. Sie weiß, wie sie ihr Ziel erreicht. Sie ruht in sich. Schaut euch das Gesichtchen an. Das ist nicht mehr voller Zweifel. Das ist geerdet, ausgeglichen. Denn jetzt weißt du, wie du weitergehen möchtest, wohin du möchtest. Der Tod und die Wiedergeburt werden den Wandel bringen. Das ist eine Transformation, die sich hier ja die ganze Zeit schon anzeigt. Und im November bekommt ihr in die Richtung einmal ordentlich den Tritt in den Hintern, möchte ich mal sagen. Jupiter wird dafür sorgen, dass ihr hinschaut. Ihr habt keine Chance mehr, wegzugucken. Der Wandel, was der Tod mit sich bringt, dass man Altes hinter sich lässt, um nach vorne zu blicken, etwas Neues anzugehen, der liegt hier neben dir, wenn du in die Heilung und die Erdung gegangen bist, wenn du dein Vertrauen findest. Ich liebe diese Karte, weil der Tod, das ist ja das Braune hier. So, man lässt etwas los, was einem nicht mehr dienlich ist, was einem nicht voranbringt. Und die Wiedergeburt hier in Purpur, man beginnt etwas Neues. Purpur ist Liebe, ne? Hier haben wir sehr viel die Liebesfarben liegen. Der Tod im roten Mantel im Gesicht der Abendhimmel mit dem Abendstern, deinem Wunsch, deinem Ziel, der jetzt hier 3-mal gefallen ist. Du möchtest in diese Liebe, du möchtest diese Leichtigkeit wieder spüren, du möchtest aus der Beobachtungsposition raus und ins Wasser springen. Die Welt, der Erfolg, die Dinge laufen rund. Hier kommt etwas in Bewegung. Das ist auch so ein Stück Schicksal. Es ist Schicksal,
dass du dich darauf zu bewegst. Vielleicht war hier mit dem Seelenrückblick, vielleicht warst du einfach noch nicht so weit. Aber im Rückzug ist vieles hochgekommen und jetzt mit dem Neumond wirst du vieles erkennen, bereit sein, Altes hinter dir zu lassen. Lernen, die Liebe zu leben. Und hier mit der Welt, die Dinge laufen rund, hier kommt wirklich etwas Wunderschönes auf dich zu, wenn du den Beobachtungsposten verlässt und dich bewegst. Der Träumer, ihr wisst, meine Lieblingskarte, eine meiner Lieblingskarten, ich habe viele Lieblingskarten, aber die liebe ich ganz besonders, weil ich als Krebs bin ein Träumer. Meine Träume, ja, erhellen mir den Tag, meine Träume bringen mich zum Lächeln, sie lassen mich positiv denken. So, welche Botschaft hat der Träumer für euch? Ja, schaut her, das Gericht und der Stern. So passt das. Schaut mal, was auf dem Träumer liegt. Ne? Ihr fangt an zu träumen, stellt euch etwas Schönes vor. Ja? Die Erinnerungen hier ploppen auf und ihr beginnt zu träumen und blub, schlaflose Nächte, Kopfkino. Ne? So typisch Zwilling. Hier, 1000 Gedanken. Gefangen fühlen in diesen Gedanken. Vor lauter Kopfkino keinen Plan mehr sehen. Die Träume erstmal weg. Ne? Aber die Gedanken, in denen ihr so gefangen seid, hier, das sind Schnüre. Ich sag's immer wieder, das sind keine Eisenketten. Nichts ist in Stein gemeißelt und schon gar nicht das, was unser Kopf uns einreden möchte. Du musst die Arme nur auseinanderreißen. Auseinanderreißen, die Augenbinde hier abnehmen, die miesen Gedanken verscheuchen und dann kommt die Befreiung. Das Gericht ist die Befreiungskarte. Du befreist dich. Schau mal, wie das hier, ja, das ist wie dieses Aha, von dem ich am Neumond gesprochen habe, dieses ach, endlich, endlich frei. Und dann kannst du deinen Wunsch, deinen Stern zu dir herunterziehen. Darauf, wo du schon die ganze Zeit sehnsüchtig geschaut hast. Dein Wunsch ist schon die ganze Zeit bei dir, mit dir verbunden, hier an diesem Schnürlein. Jetzt zieh ihn zu dir runter. Geh den Weg des Träumers, geh deinen Wunsch an. Lass dich nicht mehr von den Gedanken in Ketten legen. Befrei dich, das ist die Botschaft des Träumers. Befrei dich und lass deinen Traum wahr werden. Hier mit dem Stern. Der Stern, der im Übrigen hinten hat, ich erwarte Wunder. Das sind so die kleinen Sprüche, die im Licht- und Schatten-Tarot dabei sind. Und da ich mir die nicht alle merken kann, habe ich sie mal hinten drauf geschrieben. Und ab und an lese ich einen dazu vor, wenn es gerade passt. Und hier erwarte Wunder. Du darfst Wunder erwarten, wenn du bereit bist, dich zu befreien von den Gedanken, die dich binden. Die 10 des Winters, die Auflösung der Schwierigkeiten. Eine Last wird von deinen Schultern genommen. Welche Last wird denn von deinen Schultern genommen? Welche Schwierigkeit endet da jetzt? Oh, schau her, schau. Der Einsiedler. Welche Last wird von deinen Schultern genommen? Welche Schwierigkeit, wie hieß es? Welche Schwierigkeiten enden jetzt? Die Auflösung, genau. Der Einsiedler ist der Rückzug. Man hat sich zurückgezogen. Ja? Man hat sich zurückgezogen vor einer Situation, vor einem Menschen, vor den Gedanken, vor den Gefühlen, was sein Herz da versucht hat, einem, ja, einzuklopfen. Aber das Schöne ist, der Einsiedler, der hat eine Wahnsinnschance in seinem Rückzug, genau wie hier. Ja? Hier
wollte man ja nicht hinschauen. Hier hat man sich zurückgezogen, das Herz beiseite gelegt. Das ist jetzt aber eine Karte. Da ist man bereit, nach Wegen Ausschau zu halten. Das Kind schwebt hier über dem Boden. Um ihn herum ist das Licht, das ihn leiten wird. Vom Boden aus kann das Kind nur den Weg, die Treppen hier durch diesen dunklen Berg führen, die steil nach oben gehen. Nicht führen, sondern sehen. Von da oben sieht es viele Wege, viele Möglichkeiten ans Ziel zu kommen, seinen Weg zu finden. Die 10 der Kelche, die Chance auf eine Liebe, die Zukunft hat. Und jetzt sagt die Aurora, warum Zukunft? Ich sage immer, weil da Kinder sind. Das Pärchen schaut auf die Kinder, was nicht zwangsläufig bedeutet, du wirst Kinder mit deinem Gegenüber haben. Kann natürlich auch der Fall sein. Aber Kinder sind unsere Zukunft. Und dieses Pärchen schaut voller Liebe auf ihre Zukunft. Der König der Schwerter, jetzt ist ein Gegenüber gefallen. Auch ein Mensch, der viel nachdenkt. Ja, vielleicht gerade viel nachdenkt, denn der schaut auf den Rückzug, der Rückzug, der ja dein Thema ist. Möglicherweise, der König der Schwerter kann manchmal auch schneidig sein, ja, verletzend, lospreschen mit seinem Schwert. Hast du dich auch zurückgezogen, weil der König oder die Königin der Schwerter etwas gesagt hat, was dich verletzt hat, etwas getan hat, was dich verletzt hat, etwas gefordert hat, was dich in den Rückzug gebracht hat. Der König der Schwerter oder die Königin der Schwerter hat ein Herz, zeigt es im Moment aber anscheinend nicht so, denn da ist so die, seht ihr das? Wie der da sitzt, ich warte jetzt mal ab. Ne? Ich sitze da und warte. Ich warte auf das, was kommt. Blicken tut dieser König oder die Königin auf die 10 der Kelche. Da scheint es auch die Hoffnung zu geben, dass diese Liebe eine Zukunft hat. Wenn der Rückzug hier beendet wird, in den du anscheinend gegangen bist. Stillstand, Rückzug, kein Kontakt, wenig Kontakt. Da musstest du jetzt deinen Weg erkennen. Aber im November, ne, wie habe ich ganz am Anfang gesagt, du wirst spüren, welcher Weg dich an dein Ziel bringt. Dein persönliches Glück finden. Super schöne Karten. Jetzt hätte ich gerne noch die Energie, die dich begleitet, antreibt. Im November, was treibt dich denn an? Welche Energie pusht dich noch so ein bisschen? Jupiter, das wissen wir ja schon, dass der die treibende Kraft ist. Und hier haben wir beide Seiten gewinnen. Beide Seiten gewinnen. Da gibt es kein Nachgeben müssen. Da ist Ausgleich. Wenn beide Seiten gewinnen, hier die Waage, dann ist das Geben und das Nehmen im Ausgleich. Da geht es nicht darum, habe ich recht oder hat die andere Seite recht? Muss ich Entschuldigung sagen oder sollte hier der König der Schwerter Entschuldigung sagen? Darum geht es nicht. Es geht darum, dass beide das gleiche Gefühl entwickeln, beide in den Ausgleich kommen und nicht um einen Gewinner oder einen Verlierer. Und diese Energie wird dich antreiben. Vielleicht hast du das Gefühl, nee, ich sag da nichts dazu, ne? Ich gehe nicht als erstes auf, ja, hier die Person zu. Ich spreche nicht drüber. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Und diese Energie wirst du spüren. Ja, welche Göttin des Lichts möchte sich dir mit einer Botschaft noch offenbaren?
Ach, wartet mal, wartet mal. Hier liegt ja die Liebe und dass jemand zurückkommt. Oder die schönen Erinnerungen. Da hätte ich gerne noch 3 Herz-Orakelkarten. Weil es gerade so schön war, was sagen denn die dazu? Hallo. So, hier hatten wir die Nummer 1. Göttliche Fügung. Ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wendet. Und? Nur die Liebe wird dich befreien. Siehst du das, ja? Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Ja, die Veränderung liegt hier ja auch im Kartenbild. Und Hingabe, lass los und alles wird gut werden. Loslassen, hier. Diese Befreiung, dieser Aha-Effekt am 1. November eventuell. Und dazu passt Ova. Ova sagt dir, ich lasse alle negativen Emotionen los. Nämlich die hier. Ne? Alles, was dich hindert, auf dein Herz zu hören, was dich hindert, was dich in den Zweifel bringt, dich in der Beobachtungs-Dingsbums hier hängen lässt. Das lässt du jetzt los. Das sagt Ova dir. Das ist ihre Botschaft an dich. Jo, der Drachenreiter. Ich liebe sie. Ich liebe Drachen. Und die Drachenreiter haben auch herrliche Botschaften. Und da bin ich gespannt, welcher zu dir sprechen möchte. Welcher Drachenreiter möchte eine Botschaft an dich überbringen. Mutter Erde und Väter. Alles ist mit allem verbunden. Spüre die starke Verbundenheit und den allumfassenden Frieden, der daraus geboren wird. Die starke Verbundenheit spüren. Auch die starke Verbundenheit hier zum Herz des Himmels. Wir sind alle miteinander verbunden. Einige mehr, die spüren sich ja permanent. Die spüren, wenn jemand glücklich ist, wenn jemand traurig ist. Die sind tiefer verbunden wie andere, aber das ist ja ganz normal. Und verbunden sind wir aber alle. Miteinander und mit der geistigen Welt. Welcher Engel begleitet dich zum Abschluss? Welcher Engel ist bei dir? Tritt dir auch vielleicht ein bisschen in Bobbes, weil ich glaube, so den letzten Tritt, den brauchst du noch. Es sind 3 gefallen. Wollen wir sie nehmen? Ach kommt, was soll's. Der Engel der Gefühle. Liebe dich selbst und vertraue deinem Herzgefühl. Ja, um deinem Herzgefühl zu vertrauen, musst du es dir ja erstmal hier wieder in die Brust packen. Ne? Du hast es ja nebendran hingelegt. Und deinem Herzgefühl erlauben, gehört zu werden. Und Engel der Wunder. Jetzt haben wir 2-mal Wunder hier. Ne? Freu dich auf positive Überraschungen. Ein Wunder kann über Nacht geschehen. Und der Engel des Trostes. Kopf hoch, sonst kannst du die Sterne nicht sehen. Ja, heb mal den Kopf, damit du den Stern siehst. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr lächelt jetzt. Ich hoffe, diese Botschaft hat euch ein positives Gefühl gegeben, Kraft gegeben, Mut hinzuschauen, auf euer Herz zu hören, zu erkennen, was ist euer Weg, welchen Weg wollt ihr gehen? Lasst eure innere Sonne scheinen. Geht aus dem Zweifel raus. Schaltet den Kopf aus. Ganz wichtig. Schaut auch gerne mal auf meinem neuen Zweitkanal Auroras Hexenkessel vorbei. Da ziehe ich aus Ishtar meinen kleinen Hexenkessel immer das Thema, zu dem die geistige Welt gerade eine Botschaft für euch parat hat. Macht auch riesig Spaß. Und
wenn ihr noch so in eurem Nest festhängt, das Herz daneben gelegt habt, im Zweifel seid, Fragen habt, eine persönliche Legung wünscht, dürft ihr natürlich gerne in der Infobox meine Nummer herausschreiben oder aus dem Abspann. Schreibt mich an, wir telefonieren und besprechen, wie ich dich begleiten darf. Ich freue mich riesig über jedes Daumen hoch, über jede Wertschätzung, die ihr mir mit einem Emoji, mit einem liebevollen Kommentar gebt. Das macht mich glücklich und die Kommentare lese ich ja morgens immer vor der Arbeit bei einem Cappuccino und sie erhellen mir einfach den Tag. Da bringt ihr mich zum Lächeln, da gebt ihr mir etwas zurück. Wenn ihr Spaß an diesen Botschaften habt, die ja wöchentlich rauskommen, ja, die Wochenbotschaften um einiges kürzer, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr unserer Community beitretet und das Abo-Glöckchen ganz kostenlos drückt. Ich wünsche euch jetzt einen traumhaft schönen November. Nehmt diesen Befreiungsschlag, der jetzt möglich ist, an und lebt dieses Wunder, lebt diese Liebe, die hier auf dem Tisch liegt. Geht euren Weg. Ich drücke euch, ich knuddel euch, ich habe euch alle saumäßig lieb. Ihr seid einzigartig und wundervoll. Vergesst das nie. Ich freue mich, euch bald hier wieder begrüßen zu dürfen und bis dahin bin ich und bleibe ich auch eure Aurora. Macht's gut, bis bald. Tschüss.